könnte loslegen. Die Idee von dem Vortrag entstand dadurch, dass ich viel mit Leuten zu tun hatte, die gesagt haben, ja, ich habe schon Ideen, was ich in der Schule noch verändern wollen würde, ich kann auch ein bisschen programmieren, ich könnte Code ändern, aber dieses Konsolen-Git-Gepusche und ich muss mit Konsolen arbeiten, ich muss committen und so, habe ich keine Lust, mich einzuarbeiten, ich habe keine Lust, es zu installieren, ich habe da keine Lust, irgendwie mich mit zu beschäftigen. Gibt es auch nicht eine einfache Möglichkeit. Und da haben wir gesammelt. Und da war die Idee, wie kann ich Code in Joomla bringen, wie kann ich Code von Joomla holen, ohne dass ich mit Konsolen arbeiten muss. Und dadurch entstand dann, Joomla effektiv vorwärts zu bringen, für Anfänger und bis Fortgeschrittene. Ja, erstmal kurze Vorstellung. Ich bin Elisa, bin seit 2009 selbstständig. Manche kennen mich vielleicht noch als Designbengel, aber ich habe den Firmennamen geändert in Coolcat Creations. Und bin ich in der Umstrukturierungsphase und baue alle meine Kommunikationen neu auf. Des Weiteren bin ich offizielle Lead Designerin im Joomla Project und bin im Marketing-Team tätig. An der Stelle auch noch gesagt, falls ihr Interesse habt, das internationale Marketing-Team zu unterstützen. Wir brauchen an jeder Stelle Hilfe, auch Entwickler, Designer oder Marketing-Leute. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch bei mir, sprecht mich an oder schreibt mich auch nach dem Joomla Day gerne an. Ich beschäftige mich mit Joomla seit 11 Jahren und bin hauptsächlich im Design und Marketing tätig. Ich mache auch ein bisschen Entwicklung, aber das ist jetzt nicht so mein Fokus aktuell. Ich will mich immer mehr dahin weiterentwickeln. Aber mir ist es wichtig zu sagen, ist auch der Hintergrund von dem Vortrag, dass man ohne große Programmierkenntnisse schon einen großen Beitrag leisten kann. Ich bin die zweite Person. Ich bin seit Anfängen im Joomla-Universum unterwegs. Vielleicht kennt jemand Joomla Nav und Joomla Wiki, weil es Joomla Wiki jetzt mittlerweile ins Docs übergangen ist. Ich habe für die Joomla 3.0 die Mehrsprachigkeit erweitert, für die 3.6 die neue Rechte-Management- und Menüsystem. Ich bin in meiner Freizeit sozusagen dann auch noch freiberuflicher Entwickler und Projekten wie Wiki-Software und Vereinssoftware. Und als ganz neues Projekt bin ich jetzt dann aktiv in der Business Improvement Software, wo dann kürzlich von zu hören ist. Also was wir euch heute vorstellen wollen, ist zum Ersten, wie finde ich Issues, trage ich Issues ein, was sind Issues überhaupt, dann auch, wie kann ich Verbesserungen von Joomla testen und wie erstelle ich diese Patches mit GitHub oder SourceStream. Und zum Schluss könnt ihr euch, oder auch zwischendurch, wenn ihr Fragen habt, immer gerne stellen. Fangen wir gleich. Genau mit. Vielleicht kennt jemand nicht den Issue-Tracker von Joomla. Sehr gut. Freut mich, dass jemand nicht kennt, dann kann ich direkt die Folie. Ich kenne ihn auch nicht, aber ich bin kein Maßstab. Joomla selbst wird auf GitHub entwickelt. Also da liegt der ganze Code von Joomla. Und GitHub ist natürlich für die Allgemeinheit, für die Welt zuständig. Und haben sich ein paar findige Joomla-Menschen gedacht, wir brauchen unser eigenes System, das sozusagen auf GitHub aufsetzt, was mehr Funktionalität bietet. Zum Beispiel bei Joomla ist die Regel, wenn man neuen Code reinbekommen soll, müssen immer zwei Tester da sein. Dieses Joomla Issue Tracker bietet dann diese Funktionalität an, dass man sehr einfach Tests bestätigen oder ablehnen kann. Und im Endeffekt sind die Daten, die in dem Issue Tracker sind, werden alle aus GitHub geladen und in einer verbesserten, optimierten Version für speziell für Joomla dargestellt. Der erste Schritt ist dann natürlich, man sollte sich dann auf GitHub erstmal anmelden, registrieren. Hat jeder von euch ein GitHub-Account? Jemand nicht? Also ist recht einfach der Registrierungsprozess, man klickt auf Sign Up, wählt dann aus, dass man die kostenlosen Repositories
haben möchte. Und dann geht es weiter auf Continue. Dann fragt GitHub ein paar Fragen, um zu wissen, in welchem Bereich man sich eingestuft fühlt. Und schon kommt dann die Willkommensseite mit einem Guide, den man sich durchlesen kann, oder man kann gleich ein Projekt starten. Also der Registrierungsprozess ist recht einfach, werdet ihr recht easy durchgeleitet. Und im Anschluss könnt ihr euch dann beim Issue Tracker mit euren GitHub-Daten einloggen. Das ist miteinander verbunden und könnt dann auf die ihr könnt immer auf die ganzen Daten zugreifen, aber um dann Issues zu testen und Kommentare zu schreiben, müsst ihr euch einloggen. Dann gibt es noch den Patch-Tester. Hier wieder die Frage, kennt jemand den Patch-Tester nicht? Das ist eine ganz tolle Erweiterung, die programmiert wurde, um eben Verbesserungen für Joomla sehr einfach testen zu können. Ihr ladet euch von GitHub den aktuellen Stand runter über Klonen. Das ist die Joomla-Erweiterung, Joomla-Komponente. Genau. Also ihr ladet euch erstmal den aktuellen Stand runter und den Patch-Tester ladet ihr euch als Komponente runter und installiert das in eurer Joomla-Umgebung. Und damit könnt ihr dann Patches anwenden und dann aber auch wieder entfernen. Das macht es sehr einfach, hier eben die Codefragmente zu testen. Den könnt ihr unter der Adresse runterladen. Im Issue Tracker selbst habt ihr oben eine Suchmaske und in der Suchmaske könnt ihr zum Beispiel nach Issues suchen, die einen Test brauchen. Und das zweite Feld ist der Test einfach zu testen oder ist es oder ist vielleicht gar kein Merkmal hinterlegt. Ich habe jetzt bei diesem Screenshot gesagt, ich möchte gerne helfen, ich möchte unterstützen. Wo braucht ihr noch einen Tester, also Needs Tests? Und ich weiß aber nicht so viel über Coding, bitte schlagt mir nur Tests vor, die eben einfach durchzuführen sind. Und dann gehe ich auf Yes. Und dann wurden mir zwei Issues angezeigt. Hier habe ich mir beide angesehen. Bei dem zweiten war ich mir trotzdem nicht so sicher, ob ich das zufriedenstellend testen kann. Also habe ich den ersten angeklickt. Und dann hat der Brian Thiemann gesagt, im Comtext gibt es eine Einstellung, die aber nirgendwo verwendet wird. Lass uns den Parameter doch entfernen, weil das ist unnützer Code, der da rumfliegt. Ich habe den jetzt mal entfernt, könnt ihr mal prüfen. Dazu ist wichtig zu sagen, hier gibt es eine ID zu dem Issue und die muss man sich merken, weil man die eben dann im Patch-Tester eingeben kann und den Patch dann mit anwenden kann. Bevor ich jetzt aber dazu komme, was es bedeutet, diesen Patch anzuwenden, müssen wir uns erstmal überlegen, was bedeutet denn das, diese Änderung, die hier gemacht wurde. Also er hat einen Parameter entfernt und ich habe jetzt zum Beispiel im PHP-Storm nach dem Parameter gesucht und geschaut, wird er wirklich nirgendwo verwendet oder hat er vielleicht was übersehen. Also aus meinem Test ging jetzt hervor, wird tatsächlich nur in den Formdateien verwendet und in der Datenbank, aber nicht in den Template-Dateien oder irgendwas. Also hat er absolut recht. Hat diese Änderung vielleicht irgendeine Auswirkung auf eine andere Komponente oder auf jemanden, der vielleicht ein Override dafür gemacht hat? Ist es backward-kompatibel und betrifft es vielleicht Sprachstrings? Also man sollte bei jeder Änderung sich zumindest bemühen und schauen, was könnte derjenige, der diesen Patch geschrieben hat, vielleicht übersehen haben. Aber mir ist nichts aufgefallen an der Stelle, bis auf eben Backward-Compatibility. Was ist, wenn ein Entwickler gesagt hat, Joomla verwendet
diesen Parameter nicht, aber ich will ihn verwenden. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn Joomla aktualisiert wird, ist der Parameter dann plötzlich weg, den er eigentlich gewohnt war, bisher zu nutzen. Als nächstes bin ich dann eben in den, also ich habe erstmal überprüft, wie die Sachlage ist, habe dann die Komponente Patch-Tester aufgerufen und bin auf Fetch-Data gegangen. Jetzt bekomme ich erstmal alle Issues gelistet, die es überhaupt gibt. Und um den speziellen Issue zu finden, kann man oben dann in der Suche die ID eintragen. Im nächsten Screen sieht man das leider nicht, aber dann ist eben, ach hier unten, genau, sorry. Also hier habe ich dann eben die ID eingetragen, bekomme das Suchergebnis und kann dann den Patch anwenden. Vorher habe ich natürlich noch geschaut, wie verhält sich der Parameter, bevor ich den Patch angewendet habe. Hier wird er angezeigt, Show Hide. Ich klicke jetzt auf Apply Patch. Und das Ergebnis nach dem Patch ist, es fehlt. Also dieses Parameterfeld ist nicht mehr da. Was ich auch noch gemacht habe, ist dann nochmal im PHP-Storm, finde ich schön, habe ich dann in der Suche eingegeben, den Parameter und habe geschaut, ob es auch wirklich überall entfernt wurde. Und wie man sieht, ist das Suchergebnis dann eigentlich nur in der Komponente Patch-Tester als Backup vorhanden. Also wurde das vollständig entfernt. Jetzt geht es wieder zurück zum Issue-Tracker, wo ich den Issue aufgerufen habe. Ich gehe auf Test This und dann kann ich sagen, ich habe diesen Issue erfolgreich getestet und gebe aber auch noch einen Kommentar dazu ein, und zwar mein Bedenken mit der Backwards-Compatibility. Also ich habe es überprüft, alle Vorkommen sind weg, aber wie sieht es denn aus, wenn es jemand benutzt hat? Und die Entscheidung liegt dann natürlich dann bei dem jeweiligen Release-Manager oder bei demjenigen, der sich um den Issue kümmert. Aber zumindest habe ich meine Gedanken dazu mitgeteilt. Falls jetzt der Test nicht erfolgreich war, gehe ich auf Unsuccessfully und muss dann aber natürlich noch besser beschreiben, was passt nicht, was hat nicht geklappt. Wenn das Patch dann zwei erfolgreiche Tests hatte, dann wird das dann zum großen Teil dann gemerged. Also es sei denn, es kommen dann nochmal andere Kommentare dazu. Genau. Und das nächste ist jetzt, also das war jetzt, wie testet man diese Patches? Und vielleicht hat jemand was entdeckt in Joomla, was geändert werden soll. Und die Idee ist jetzt, wie kann ich einen Patch erstellen, ohne dass ich da irgendwie im Editor auf dem PC programmieren muss oder das dann committen muss. Und das Schöne an GitHub ist, dass die online die Methode anbieten. Ich kann online live Dateien bearbeiten und einen sogenannten Pull Request. Weiß jemand nicht, was ein Pull Request ist? Pull-Request ist folgendes, natürlich darf nicht jeder die Joomla-Originaldateien bearbeiten, sondern es ist immer so, ich bearbeite die in meinem Projekt, also ich habe eine Kopie von diesem Original-Joomla in meinem Projekt, bearbeite die in meinem Projekt selbst und dann mache ich einen sogenannten Pull-Request, das ist, kann man so salopp übersetzen, einen Vorschlag, sage, hey Joomla, ich habe diese Änderung, die würde ich gerne bitte bei dir reinmachen. Und dann gibt es genau diesen Ablauf, den dieser beschrieben hat. Man braucht zwei Tester, die sagen, das passt, alles okay. Dann gibt es eine dritte Person, die das dann sagt, okay, die Tests sind valide und wir übernehmen es. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Änderungen in Joomla haben will, dann muss ich erstmal einen Pull-Request erstellen und diesen vorschlagen, damit die Sache angenommen wird. Und da gibt es dann in Joomla, unter diesem Link sind die ganzen Dateien, die es in Joomla gibt, da kennen wir auch die Standard Joomla Installationsstruktur, die es gibt. Und da habe ich jetzt als Idee, wenn man einen Artikel aufruft, ist ja die erste Überschrift immer H1. Und vielleicht macht es Sinn, weil Google irgendeinen Algorithmus geändert hat, dass diese Überschrift nicht mehr H1 ist, sondern H2. Das heißt, ich gehe auf diesen Joomla, dieses Joomla
CMS von GitHub. Und wie man oben sieht, gehe ich dann genau auf diesen Pfad Components, Component View Artikel Template Default und sieht dann hier den Inhalt dieser Datei. Und wenn man sich eingeloggt hat, deswegen haben wir vorhin einen Account erstellt, gibt es dann rechts einen Stift. Und wenn man diesen Stift klickt, passiert Folgendes. Diese Datei wird in einem Online, also passiert alles im Browser, in einem Online-Editor geöffnet. Man sieht nochmal den Pfad, man sieht dann den Code und kann jetzt an diese Stelle gehen, wo man diese H1 zu einer H2 macht und kann dann diese Änderung vorschlagen. Also Propose heißt vorschlagen. Dann habe ich das als H2. Wichtig ist immer, gute Beschreibungen mitzugeben, damit die Leute, die dann dies bewerten, auch verstehen, was geht. Also for the better ist jetzt nicht optimal, aber smart. Smart, genau. Das Schöne ist, ab dem Moment, wo ich das Propose klicke, macht GitHub Folgendes. Es nimmt den Original Joomla Code, kopiert alles in mein eigenes Projekt. Das ist dieses Kopieren, was ich vorhin erwähnt habe. Und baut mir dann oben einen neuen, das heißt Branch, also das heißt, es wird eine, kommt ein Name, das heißt dann Patch, irgendeine Nummer, dann durchnummeriert, also wenn man es fünfmal macht, dann Patch 1, 2, 3, 4, 5, in dem Fall war ich jetzt bei Patch 11, und hat mir eine Kopie erstellt und bietet mir an, jetzt kann ich diesen Pull-Request erstellen. In dieser Übersicht sehe ich nochmal, was für Änderungen ich gemacht habe, das ist genau diese Änderung, Changed Artikel H1 zu H2, kann ich nochmal kontrollieren, vielleicht habe ich ja irgendwas falsch gemacht. Da kann man es natürlich weiter editieren, man kann weitere Dateien noch bearbeiten oder wenn es passt, klickt man auf diesen grünen Button und sagt, okay, ich will einen Pull-Request erstellen. Und dann bietet mir GitHub schon diese Pull-Request-Funktionalität an, die man für Joomla braucht. Und das Schöne ist, Joomla selbst hat so eine Art Template-Vorlage angeboten, wo man wo gesagt wird, okay, wenn du einen Pull-Request machen willst, dann gib mir doch bitte ein paar Informationen, wie man diese Änderung nachvollziehen kann, wie man diese Änderung testen kann. Bei so einer kleinen Sache ist es natürlich recht einfach, aber wenn man irgendwelche Datenbankänderungen hat, dann ist es immer wichtig, da eine sehr ausführliche Testing-Instruction hinzuschreiben, damit die Leute, die das nicht kennen, verstehen, was ist hier überhaupt passiert. Und wenn alles ausgefüllt ist, klickt man auf den grünen Knopf und am Ende erscheint dann ein neuer Pull-Request, der dann in diesem Patch-Tester auf Issues.org und auf GitHub als Eintrag erscheint. So, und das Letzte, was wir als Thema haben, ist SourceTree. Natürlich ist diese Online-Bearbeitung für, wenn man eine Datei bearbeitet, wenn man zwei Dateien bearbeitet, ist es okay. Wenn man aber was Großes programmieren will, irgendwelche großen Funktionalitäten mit, wo 30, 40, 50 Dateien, ist natürlich sehr mühsam im Browser zu arbeiten und alles ist so im Editor zu machen, sondern in den meisten Fällen hat man ja lokal irgendeine Entwicklerumgebung, sagen Dreamweaver, irgendwelche Editoren, PHP, PHPStorm, NetBeans. Und weiterhin will man natürlich nicht mit Konsole rumackern oder muss da mit irgendwelchen Kontextmenüs in seiner IDE, sondern da gibt es SourceTree, das ist so eine schöne, schönes Programm. Gibt es leider nur für Mac und Windows, nicht für Linux. Aber Linux ist eine Media-Konsole. Kann man dieses nutzen, um diese ganzen Pull-Requests und diese ganze Verarbeitung sehr einfach klickibunti zusammen zu machen. Also es lohnt sich wirklich sehr. Benjamin hat mir SourceTree vor wie vielen Monaten? 2, 3? Vorgestellt. Am Anfang habe ich mich noch gegen das Neue widerstrebt, aber wenn man sich da erstmal eingearbeitet hat, ist das überaus einfach, eben Pull-Requests einzureichen und das alles zu verwalten. Das ist richtig gut. Und ich habe so ein paar Grundfunktionalitäten so als Einstieg rausgemacht. Das erste Schöne an SourceTree ist, wenn man es erstmal installiert hat, wird man gefragt, mit was will man arbeiten. Die bieten an Bitbucket, das ist von den, also die Entwickler von SourceTree, das Atlassian, das ist so ihr eigenes GitHub-Konkurrenz, nenne ich es mal vorsichtig. Die bieten Bitbucket an, sie bieten GitHub selber an
Dann wird man gefragt, ja, wo hast du deine Projekte? Dann wählt man in unserem Fall aus GitHub und dann sagt, okay, was ist dein Login? Dann gibt man seine Login-Daten an. Und wenn man dann in der Oberfläche sagt, okay, ich will einfach klonen, dann klickt man auf Klonen, klickt auf dieses Welt-Icon und bekommt dann automatisch alle Accounts, auf die man Zugriff hat, in GitHub. Das heißt, ich muss nicht irgendwie eine Konsole machen, Git Checkout, ich muss nichts im Browser irgendwas machen, sondern ich komme hin und sehe, okay, hier habe ich meine Projekte, die ich habe. Ich kann ein neues Projekt anlegen, ich kann ein bestehendes Projekt auswählen. Und die Idee ist dann folgendes: Ich wähle das Projekt aus, kann dann sagen, wo ich das lokal haben will. Und dann macht mir Source Tree, kopiert mir die ganzen Daten, die online sind, auf GitHub, auf meinen PC, damit ich sie als ganz normales Programmierprojekt einbinden kann. Das heißt, ich kann dann mit PHP Storm, NetBeans oder mit irgendeiner Entwicklerumgebung ganz normal mal Joomla rumwerken. Ich kann es direkt installieren aus dem Ordner, wenn man Localhost hat. Entschuldigung. Der nächste Vorteil ist, wenn man einen Pull Request testen will, gibt es in Joomla diese Pull Requests. Ich habe jetzt mal hier einen rausgesucht von André Pereira da Silva. Dann ist natürlich immer schwer, wenn ich das lokal testen will, wie bekomme ich diesen Pull-Request, der da online ist, lokal in meine Entwicklungsumgebung. GitHub bietet hier in dem Fall, wenn man auf den Pull-Request klickt, dann werden die Dateien auf View klicken und dann landet man direkt mit den Dateien von diesem André Pereira da Silva zum Beispiel drin und kann hier bei Clone und Download sich diesen Pfad hier rausziehen. Und das wird in dem Fall wichtig, weil ich kann dann im Source Tree selber sagen, ich habe mein Joomla Original geholt von GitHub und kann mir da zusätzliche Accounts hinzufügen, wo ich auch weitere Informationen oder wo ich weitere Pull Requests testen will. Das heißt, ich habe jetzt von dem Andrea Pereira da Silva mir den Account dazu geholt. Und Source Tree bietet mir dann alle Änderungen, die er programmiert hat, die er bei GitHub selber hat, an und ich kann damit doppelklicken und sagen, okay, gib mir einfach den Stand, den er hat und kann damit dann bei mir weiterarbeiten. Ja, das ist dann eine extra Branch, von der man dazukommt oder wird man dann an seinen Source-Datenbanken? Ja, also im Prinzip bekommst du alle Branches von ihm. Also du kannst halt entsprechend auch Pull-Requests für seine Branch erstellen. Genau. Das wird dann muss er halt den mergen, bevor es dann an den offiziellen weitergeht. Ich denke, das ist ja sinnvoller, wenn man eben mitarbeiten möchte. Ansonsten kann man den Patch-Tester nutzen. Das ist einfacher. Es geht tatsächlich darum, es gibt ganz große Patches, wo dann selber Fehler sind, wo man sagt, okay, ich kann es ja testen. Statt dass man dann irgendwie da rumwirkt, holt man sich komplett seinen Account sozusagen lokal, sagt, okay, hier, das ist dieser Branch, der arbeitet, checkt sich den aus mit Doppelklick, dann braucht man noch keine Konsole, hat es dann die Daten lokal und kann dann wieder hinkommen und einen Pull-Request machen über die Software. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe jetzt das gleiche Beispiel wie vorhin. Ich habe mir da oben einen neuen Zweig angelegt. Ich habe mir seins geholt, habe mir einen neuen Zweig angelegt und habe gesagt, okay, ich habe mir dann per diese Default-PHP wieder bearbeitet mit H2. Das sind mal die Änderungen rechts. Ich gebe da eine schöne Nachricht an, das ist das Gleiche. Und wie man sieht, heißt da jetzt hier auch in dem Fall Patch 11. Und eine schöne Eigenschaft ist, bei den Commit-Einstellungen kann man jetzt verschiedene Sachen machen. Kann man zum Beispiel dann wählen, erstelle automatisch einen Pull-Request. Signiere meinen Commit. Das heißt, dann steht immer, wenn man eine Signatur dabei hat, eine Signatur dabei. Ja. Der Commit-Kommentar ist natürlich Uni, das ist super clever. Das sehe ich am Code, was sich geändert hat. Ich vermisse die Motivation für die Änderung im Commit-Kommentar. Achso, hier. Ja, weil ich sehe ja, was ich gemacht habe, dass ich H1 ja, klar. Ja, also wichtig ist eigentlich eher die Motivation. Genau, also diese Änderung selber macht natürlich keinen Sinn. Ich brauchte halt eine Änderung, die es da gab. Genau, aber als idealerweise natürlich ist es dann eine saubere Beschreibung drin, was geändert wurde, wie geändert wurde. Ich markiere das, sage, okay, ich will einen Pull-Request erstellen, klicke auf Commit.
Und da ist die Source Tree intelligent genug, das erkennt, okay, das ist bei GitHub, das ist von diesem Andrea da Silva, da Andrea Pereira da Silva. Gut, dass du kein Tinder genommen hast. Ja. So ein Parasuraman, so Brahmani, ein Pillai oder so. Das ist auf GitHub. Und erkennt dann diese Zusammenhänge, dass ich einen Pull-Request auf seinen Branch machen will. Und baut zusammen, dann klickt man auf Commit, das Ganze wird automatisch gepusht und man wird automatisch im Browser dann hingeleitet, wo dieser Pull-Request stattfinden soll. Und wird sogar alles vorausgefüllt, wird wieder das Template geladen und man hat sozusagen sich das Projekt auf GitHub-Sprache geforkt, das heißt runtergeholt. Man hat sich die Änderung gemacht, hat es dann wieder gepusht, das heißt die Dateien wieder hochgeladen und macht jetzt einen Pull-Request nur über die Konsole, indem man sich das zusammenklickt. Vielleicht noch interessant beim Issue-Tracker, kann man halt auch zum Beispiel schauen, ob jemand das gleiche Problem hatte, wie man selbst hat. Vielleicht findet man einen Bug und der Bug besteht aber schon länger und es haben schon viele Leute was dazu geschrieben. Dann kann man da im Issue-Tracker zum Beispiel, hatte ich das Problem, dass beim TinyMCI die Formatierung vom Browser mit kopiert wurde. Wird, obwohl der Text unformatiert ist, wurde das dann mit einem Span eingefügt und dann habe ich halt auf im Issue-Tracker erstmal gesucht, gibt es das Problem schon, habe dazu nichts gefunden, habe also einen eigenen Issue eingetragen, habe gesagt, ich habe dieses Problem, könnt ihr das vielleicht auch bei euch nachvollziehen, habe Screenshots mit beigefügt und dadurch kann man halt auch beitragen, dass überhaupt auf Bugs hingewiesen wird und dass die verbessert werden können. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das jetzt, wie man da einen Pull-Request dafür schreiben kann, aber es hat sich gleich jemand gemeldet und gesagt, ich mache hier mal ein Update vom TinyMCI und dann wird es in der nächsten Version wirken. Ja? Ich habe mal eine ganz praktische Frage. Ich habe ja schon häufiger mal den Source-Code reingeguckt von Jungler. Und da ist mir so aufgefallen, dass so viele so Sinus-Kommentare drin sind, sowas wie hier, Besuch-Konstruktor. Oder da steht es quasi hier über eine Codezeile genau drüber, was genau drinsteht, was in der nächsten Zeile kommt. Mhm. Und da habe ich mich schon praktisch mal gefragt, wie würde man denn sowas einkippen wollen, wenn man da mal anregt, dass also die Kommentare in den Code kommentieren sollen, wenn überhaupt die Motivation. Also was Grundsätzliches, wie würde man denn sowas an die Yomla-Community rantragen? Da könntest du jetzt zum Beispiel genau diese einfache Methode nutzen, die Datei direkt in GitHub editieren. Es geht grundsätzlich, das ist ja jedem, also wenn ich die ganzen Source-Code mir so angucke, ist das ein Pattern, was überall angewendet wird halt. Und da waren jetzt ach, du meinst die großen Blöcke? Es geht um die Philosophie. Um die Philosophie letztendlich, okay. Halt, ne? Da steht eine Codezeile hier, sondern im Motto hier steht eine Codezeile, irgendwo das zu einer Quelle eine Wer hinzugefügt wird. Mhm. Und oben drüber steht Kommentar, füge Wer und suche nach, keine Ahnung, da Blöcke drin. Das ist ja, das war dann ein Issue. Und wenn ich so als Clean-Code-Entwickler, wenn man das Clean-Code-Buch mal gelesen hat, dann stellt man fest, ja, das ist eigentlich eine Go sowas. So jetzt, wenn ich jetzt zu euch Hansel komme und sage hier, das ist irgendwie, was ihr macht, finde ich so toll. Ich glaube, da wird gelächelt und dann abgehakt halt. Ne? Wie würde man denn sowas da in die Community reinkriegen? Nein, es kommt ganz drauf an, ob diese Kommentare, die du sagst, zum Codesteil gehören und wirklich einfach zur Code-Philosophie gehören. Oder ob da wirklich ein Kommentar drin ist, der einfach unnütz ist oder da nicht reingehört. Da darf niemand denken, ich bin ein kleines Licht, weil wir sind eine Community und jede sinnvolle Änderung wird gemerged. Ja, ich glaube, er meint, der grundsätzliche Gedanke, wie kriege ich den in die Community rein, da nicht reinzuschreiben, was ich gemacht habe, weil das sehe ich ja, was ich gemacht habe oder was da passiert, genau. Sondern warum habe ich das gemacht, was will ich damit erreichen?
Ja, wenn ich einen Kommentar mache, ich habe irgendwas geändert, um den Header von gelb nach blau zu ändern. Was war die Intention dieses Codes? Ich habe den Header von gelb nach blau geändert, weil oder musste von gelb nach blau geändert werden aus dem und dem Grund. Wie kriegt er in die Community rein, dass diese Philosophie entsteht, eben wie habe ich zu kommentieren? Nicht, dass ich zu kommentieren habe, sondern was ist der Sinn hinter dem verschiedenen Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit wäre natürlich, Issue zu erstellen. Da sind nämlich die ganzen Programmierer, die dabei sind, die lesen das dann. Ist natürlich, man kennt ja so Programmierer, die sind ja wahrscheinlich bei sowas eher faul, ob sie da Lust haben, das zu machen. So programmiert. Ja. Es gibt also verschiedene Philosophien. Genau, ne? Bei sowas wird sich das dann anbieten. Es gibt ein Joomla Magazin, wo man Texte einreichen kann, bei sowas als Diskussionstext, wo man so einen Text hier schreibt. Und ja, also vielleicht machst du dann beides, ein Issue einreichen und einen Text und dann in dem Text auf das Issue verweisen. Aber ich glaube, das ist. Ja. Und dann gibt es aber als drittes noch viele Joomla-Gruppen, das heißt die Joomla Working Groups. Und da gibt es tatsächlich auch eine Dokumentation, also Code Quality Documentation Gruppe, wo man sich beteiligen kann. Da gibt es dann nachher einen Vortrag dafür mit dem Link. Und da kann man dann auch sich beteiligen und die Diskussion anstoßen. Wobei, ich habe das Gefühl bei deiner Frage, dass es auf Kommentare abzieht, die eventuelle Altlasten sind. Weil es wenn man durchguckt, ja. Also das ist so häufig halt, zumindest ich habe es gerade aktuell angeguckt, in der Artikel, die ist da bei mir, ne? Also das ist gang und gäbe halt. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Da steht zum Beispiel Code Join over the Language halt, ne? und drunter steht dann Query und dann kann man, wenn man hinguckt, okay, da geht es irgendwie um die Language. Ja. Ja, also da wird das einfach nochmal wiederholt. Und, also ich habe es persönlich bei meinen PRs schon erlebt, dass Leute gesagt haben, bitte lösch diese Zeile, bitte lösch diesen Absatz, bitte füg hier was hinzu. Also es wird schon auf Code Styles geachtet und wenn du sowas findest, dann würde ich einfach ein PR erstellen und sagen, du würdest das verbessern und bereinigen. Es gibt Joomla Coding Standards. Genau. Es gibt ein ganzes Menü, da kannst du es nachlesen. Und da werden auch die Kommentare behandelt. Also da steht schon da, dass man so kommentieren soll, wie du es sagst. Ja? Problem ist halt immer von den Leuten, die das machen, ob die sich dran halten, ob sie Zeit haben. Das ist das größte Argument der Entwickler, ich habe keine Zeit dokumentieren. Aber die Regeln sind alle da, die stehen alle in den Coding Standards. Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Inline Code Comments, da steht genau, was du da schreiben sollst. Nicht wiederholen, was du programmiert hast. Okay, hier steht das Wort drin, okay. Ja. Zu weit bin ich gar nicht gekommen. Aber ich glaube auch, wenn du zum Beispiel diese Codings da unter das hernimmst und das Joomla-Projekt dahingehend unterstützt, dass du alles, was nicht standardisiert eingetragen wurde, mithilfst zu bereinigen, dann leistest du einen sehr großen Beitrag zum Projekt. Analysieren und neu reinschreiben. Ja. Ja, weglassen, wenn es klar ist, braucht man nichts mehr kommentieren halt. Ja, kommentieren ist ja wichtig, damit eben jemand nachvollziehen kann, warum ist dieser Teil eingesetzt worden, was soll damit erreicht werden. Ja. Dann ist es schon sinnvoll, wenn man sowieso gerade dran ist und kann erkennen, was da erreicht werden soll, dann das eben einzusetzen. Kann ja auch sein, dass dem Entwickler schon klar ist, dass es gerade nicht so klar ist, aber ihm gerade eben nichts Besseres einfällt. Dann lässt man es weg halt, ne? Wenn man nichts Besseres einfällt, ist immer weglassen besser. Dann kannst du ja noch was ergänzen, die bessere Idee halt. Ja. Und der ist dann aber nicht auf. Und zwar der es nicht verstanden hat. Wenn man erstmal der stundenlang Zugang rumgekrümmelt hat und dann rausgefunden hat, was es macht, dann macht man es so ganz alleine, weil. Zumindest mache ich das so halt. Was noch interessant ist, vielleicht, es gibt jährlich immer ein Pizza Bugs and Fun Event in Deutschland. Da wird in jeder User Group ein gemeinsames Code
Patchen, Testen gemacht und danach gibt es als Belohnung eine Runde Pizza immer. Das ist eine schöne Veranstaltung, um auch da nochmal live mitzukriegen, wie prüft man die Patches ab und wie kann man da einen Beitrag dazu leisten. Sehr schön. Der war für Mai geplant erst, glaube ich, oder? Ich glaube, im Herbst gab es gibt es keinen Gipfel 2017. Ja. Wo wird es bekannt gegeben? Auf Juno.de, genau. Oder auch, kannst auch, wenn du auf Facebook bist, Juno Deutschland zum Beispiel folgen oder auf Twitter. Und wir haben ja auch, Juno hat es auf Clip. Da gibt es auch eine Community-Gruppe, auf der dann alles veröffentlicht wird. Es wird dann auch auf dem Forum gepostet. Oder im Forum. Aber wahrscheinlich Joomla.de ist dann die übersichtlichste Stelle. Oder in der lokalen Jugendgruppe selbst. Wir müssen das selber das machen. Und falls es keine gibt, einfach eine Gründe gründen. War jeder von euch schon mal bei einer Jug? Jemand nicht? In München hat eine sehr gute User Group. Ich hab's gehört. Wo kommst du her? Ich? Ja? Aus Dresden. Da weiß ich jetzt gerade nicht. Da haben wir, glaube ich, eine kleine Wüste noch. Ja? Vielleicht hast du ja Interesse, eine User Group zu gründen. Ich habe gibt's eine. Gibt's? Ich habe eine kleine Kopf. Ja, super. Und du warst auch noch nicht bei der User Group? Nee, ich komme aus Frankfurt. Da gibt es auch eine sehr starke. Ansonsten fährst du bis nach Köln. So. Ja, ich bin auch nochmal nach Fulda, aber da war genau dann, wenn ich einfach nur zu spät gelesen. Das ist schon gerade eingefangen worden, hast du es gemerkt? Ja, es gibt schon einen. Ja. Und eine kurze Frage, was du da erfahrungsmäßig behältst? Also. Also da kommt wirklich jedes Niveau, vom Homepage-Bastler bis zum Programmierer und dann kann man sich über wirklich jedes Thema austauschen. Man bespricht Neuerungen in Joomla, was kommt jetzt zum Beispiel in 3.7 rein, Custom Fields oder man... bei uns in Nürnberg ist es so, dass jeder mal über eine Komponente was erzählt, über eine Joomla-Version. Man kann auch Fragen stellen, wenn man Probleme hat. Einfach. Ja. Es gibt jetzt ja keinen Sinn, im Grunde um lockeres zusammensitzen, ja, über die Probleme sprechen, die es gibt, über die Neuerungen, wer weiß schon was. Oder genau. Hör mal, ich komme hier mit dem Update nicht klar, können wir mal reingucken, wo ist mein Problem. Eigentlich alles, ja, ist so im Grunde so ein Zusammensitzen und über Zoom da reden. Ja, das hätte ich am besten einen Rechner mit einem Laptop mitbringen, seine lokale Webseite mitbringen, dann kann man das anschauen. So, das habe ich ganz gut. Meine Groups machen aus den Themen, ist auch recht spannend, oder man bringt selber was mit. Was jetzt zum Beispiel die User Group München macht, ist auch ab und zu mal am Samstag einen Workshop zu machen. Da war ich mal den ganzen Tag dort und habe was über Seeblot erzählt. Macht die Idee. Bitte? Die Münchner und die Hamburger sind, glaube ich, groß. Das weiß ich nicht. Ne? Frankfurt ist groß, oder? Also Frankfurt lohnt sich definitiv. Jeder lohnt sich. Ja, normal ist ja immer der erste Montag im Quartal. Nur diesmal fällt er auf den dritten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es um eine Woche dann verschoben. In Nürnberg ist es zum Beispiel Mittwoch. Mittwoch mit, ich erfahre es am Dienstag vorher, wenn ich es vergessen habe. Also da gibt es eine Seite, die heißt Jugendreinmal. Und da kannst du auch einen Newsletter abonnieren und dann kriegst du alles. Gibt es aber auf Joomla, die auch eine Übersicht gibt. Genau. Mit Terminkalender, wo man gucken kann, wann ist wo was, wer ist ansprechbar, man glaube, steht auch drin. Später gibt es noch einen Vortrag zu Custom Fields. Da wird auch noch viel Hilfe gebraucht beim Testen. Also wenn ihr
mit Testen schon ein bisschen einfinden wollt, dann könnt ihr speziell auch auf die Custom Fields euch stürzen, weil das wird ein Feature sein, das in 3.7 reinkommt. Und wenn man nicht vorher meckert, dann darf man sich danach nicht beschweren. Okay, wenn es noch keine Fragen gibt, dann gehen wir in die Mittagspause, würde ich sagen.